sag Schwaben, das sind Micha und Mark. Diesmal Survival Trip auf Mallorca. Das ist mal was. Eins von zehn. Hochlaufe 1 Grad. Und der Weg auch 1 bis jetzt, aber die Aussicht 10. Und die Sonne geht halt schon langsam runter. Ja, so ist das, mein Freund. Ab durch die Büsche. Ab durch die Hecke. Ja. Erkennt ihr den Weg? Ich auch nicht. Wir sind jetzt fast oben. Es geht doch noch ein Stück da hoch. Und bevor die Sonne jetzt komplett weg ist, suchen wir jetzt dahinter irgendwo den Platz, wo es ein bisschen geschützt ist. Und dann und da unser Lager aufschlagen. So, jetzt schlagen wir das Camp da auf. Hängematte festmachen, alles nachrichten und dann wird Festboot. Festboot! Salami! Morgen! Jetzt versuchen wir mal, ob das funktioniert mit der Feuertablette da, ne? Kaffee zum Kuchen. Ob das Ding überhaupt brennt? Kaffee. Guten Morgen. Ja, gestern haben wir die Strecke nicht mehr geschafft, weil wir auf dem Weg komplett abgekommen sind. Und ja, dann haben wir uns hier noch kurz ein Lager aufgebaut. Dann war es auch schon dunkel. Wir waren auch ziemlich zerstört. Ja, ich zeige euch mal kurz unser Lager. Hier geht's los. Ja, der Marc schlafen unterm Tarp. Der Hängematte. Ich hatte keine ISO dabei, da war es wohl ziemlich kalt heute Nacht. Es war auch kalt, dann ging es aber, ich hatte hier ISO und Schlafsack, das war eigentlich ganz gut. Ja, und jetzt haben wir leider fast kein Wasser mehr, deswegen müssen wir jetzt echt hoffen, dass wir hier bald mal wieder einen gescheiten Weg finden und ja, und dann ins nächste Dorf oder irgendwo eine Wasserquelle oder irgendwas finden, dass wir unser Wasser nachfüllen können. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall hier mal unseren geilen Ausblick. Wir haben gestern noch die allerletzten Sekunden vom Sonnenuntergang genossen. Viel war es nicht mehr. Wir haben gerade noch so geschafft, unser Camp aufzubauen. Da haben wir hier gestern Abend noch was gegessen. Ja. Da sind wir. Und wie hast du geschlafen? Na ja. War schon ein wenig kalt. Von unten, also ich habe mich die ganze Zeit nach links gedreht, dann ist links kalt oder wieder nach rechts dreht, dann ist rechts kalt oder nach Rücken, also Rücken kalt. Ja, also wirklich Zeitdreh ging bei mir auch nicht, ich musste auch die ganze Zeit im Rücken liegen, aber... Es ging schon, aber ich bin halt kalt geworden, wieso? Ja. Der Schlafsack ist auch ein Arsch. Okay. Da drin haben wir geschlafen. Und da vorne war so ein Fels, wo wir gefrühstückt haben und Kaffee gemacht. Wanderschuhe sind wieder an. Rucksack gepackt. Alles eingepackt. Jetzt kann es losgehen. Warte mal, wenn ich rauskomme, ich glaube da. Da sind überall Ziegenbäppel auf dem Boden. Heute Morgen ist auch schon einer da mit dem kleinen Kindle lang getappt. Aha, erwischt. Rucksack gepackt, jetzt packen wir den ganzen Müll ein und dann geht's da oben auf.
So, es geht weiter, mein Freund. Guck dir mal. Erstaunlich erholt. Wir sind halt nicht so die Profi-Outdoor-Freaks. Das ist übrigens unser erster Trip, wo wir in der Wildnis übernachten. Ich begrüße erstmal die Sonne jetzt gleich. Warte mal, guck mal, da ist schon Sonne. Da ist schon Sonne. Gehen wir mal schön nach. Guten Morgen, Sonne! Er ist noch im Schatten. Ja. Da betritt er das Licht. Ja, das immer warm. Richtung Licht gehen heißt, oder wie? Ja, jetzt gehen wir noch. Jetzt haben wir es dann bald geschafft, Hanne. Aber diesmal wirklich. Nicht so blöd schwätz von gestern. Da kommt nämlich hier gerade bei seinem Wanderweg, von seiner Wander-App. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir da irgendwie rüberkommen. Wir müssen, glaube ich, da drüber und dann wieder runter. Ich dachte, ich gehe ein bisschen wandern. Nö, muss klettern. Machete hätten wir auch gebraucht. Ist hart am Klettern, ey. Hier gibt es einfach keinen Weg. Zeigt überall Wege an, aber ist keiner. Vielleicht ist ja das der Weg. Schauen wir mal. Wir haben den Weg gefunden. Das sind übrigens unsere eindeutigen Beweise, dass hier der Weg lang gehen muss. Die sogenannte Steinmännchen. Weiß zwar nicht, wie der Keller drauf kommt, aber anscheinend ist es so. Wir hätten irgendwie hier unten rüber und dann hier hoch müssen. Aber da unten waren 1000 Bäume auf dem Weg und scheiße. Wir haben einfach die Pferde verloren. Jetzt sind wir einfach hier komplett hochgeklettert. Und da haben wir es, denke ich. Ne, ich sag's nicht. Ich lass es. Ich lass es diesmal. Vielleicht stimmt's dann. Jetzt haben wir's geschafft. Da ist die fucking Spalte, die ich vorher von unten oder von gestern Mittag schon gesehen habe, wo ich gehofft habe, dass wir nicht durch müssen. Und wir haben sogar einen Weg gefunden. Ich weiß nicht, ob das nur ein Ziegenbäppeles Pfad ist oder was das ist, aber könnte das sein. Der Michi ist noch irgendwo ganz da unten. Der geht außerdem. Schau besser so. Er ist vernünftig, im Gegensatz zu mir. Er ist. Boah, was soll ich machen? Adrenalin ist mein Hobby. Aber hey, die Aussicht, guck dir das an. Wenn ich nicht so aus der Puste wäre, dann wäre es atemberaubend. Jetzt gehen wir mit Gewalt durch den Spalt. Und sind, warte, ganz oben, Alter. Woo! Also zumindest vom Weg, da ist noch so ein Hügel, da ist noch ein Hegel, aber wir sind fucking ganz oben. Ja. Das erste. Ja, wir haben nur noch 100 Milliliter Wasser. Auf dem Weg kommt hoffentlich in der nächsten Stunde. Hallo, das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Ja. Noch 100 Milliliter Wasser. Ja. Und hoffentlich, da ist irgendwo eine Quelle einzeichnet. Ja. Hoffentlich kommt die. Weil wenn nicht, dann haben wir echt. Aber Probleme. Also eine halbe Stunde ungefähr, dann müsste so ein Bächle kommen und eine Quelle davor. Und dann hoffen wir, dass wir da unser Wasser auffüllen können. Wenn nicht, dann versuchen wir mal unsere Pisse zu filtern mit dem tollen Filter. Sonst findet ihr in 100.000 Jahren vielleicht die Kamera. Wenn ihr Glück habt, ist die Speicherkarte noch ganz. Warte mal, ist das der Weg hier überhaupt? Ich laufe gerade einfach irgendwo hin. Ja. Dahinter ist irgendwo so. Siehst du die Ruine dahinter? Ja. Die ist einzeichnet auf dem Weg. Ja. Nee. Ja, ich glaube, das passt. Hier? Ja. Das könnte auch einfach nur so ein Ziegelscheißweg sein. Da durch vielleicht. Oder da? Es ist echt nicht einfach hier. Hier ist im wahrsten Sinne des Wortes der Weg das Ziel. Weil du verlierst immer den Weg. Und dann suchst du ihn und dann hast du ihn gefunden, dann ist quasi das Ziel. Verstehst du? Geistburger Marsch? Oder wie sieht das aus, Dani?
sogar Baby dabei. Hallo. Ja, hier sind jetzt sogar Schafe. Witzig, dass hier oben auf dem Berg Schafe sind. Bergziege, ja, aber Schafe hätte ich jetzt hier nicht erwartet. Aber auf jeden Fall cool. Und da oben, ich weiß nicht, ob man sieht, da steht auch eine Bergziege. Der König der Löwen. Und da hinten kommen auch noch zwei, drei. Boah, da kommen die. Alter, wie können die da so runterrennen? Das ist ja krass. Also unser Weg ist jetzt irgendwie wieder abhanden gekommen. Weil irgendwie hätten wir, hallo Schaf, da hoch müssen, aber da kannst du nicht hoch. Und da hinten geht jetzt aber, da ist jemand, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich ein Wanderer. Und da hinten geht auch ein Weg lang, das ist zwar ein bisschen ein Umweg, aber wenn wir da hier auf der Ebene etwa entlanglaufen können und da wirklich ein Weg ist, dann führt er auch direkt an der Quelle vorbei und kommt irgendwann an unserer ursprünglichen Route wieder raus. Und wir brauchen jetzt echt Wasser. Wir haben beide Durst wie Sau, wir trauen uns gar nichts mehr zu trinken. Wir haben vielleicht 100, wenn es hochkommt, 150 Milliliter Wasser. Und ja, wir hoffen deswegen echt, dass bald Wasser kommt. Gott sei Dank haben wir gestern dieses kleine Wasserreservoir gefunden. Wenn wir da nicht vorbeikommen wären, hätte es richtig übel ausgesehen. Weil dann hätten wir seit gestern Abend irgendwann kein Wasser mehr gehabt. Freunde, oh, die haben aber Hörner, da müssen wir aufpassen. Geh nicht zu nah an das kleine Baby ran. Wir haben gerade einen holländischen Wanderer gefunden, der hatte auch fast so viel Gepäck wie wir. Der war richtig cool. Den haben wir uns kurz unterhalten. Ja, pennt auch draußen. Der hat fast genauso viel Gepäck wie wir dabei. Und ja, der hat uns ein bisschen den Arsch gerettet. Der hat uns Wasser gegeben. Richtig geiler Typ. Wir wollten es eigentlich gar nicht annehmen, aber er hat darauf bestanden, uns was zu geben. Und dann haben wir schon mal einen großen Schluck Wasser genommen, jeder. Oder einen mittleren Schluck. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen bessere Dinge, dass wir hier hoffentlich bald den Fluss finden. Die Landschaft ist natürlich gigantisch, aber ich bin mir nicht so sicher, wie wir hier weiterkommen sollen. Ich meine, wir haben hier einen kleinen Trampelpfad, das ist echt schon mal gut, aber hier ganz runter. Aber hier geht es jetzt ja, wahrscheinlich runter und dann wieder hoch. Aber schauen wir mal. Ja, das sind unsere Wegweiser. Der Dutchman hat auch gerade gemeint, was soll sich, oder er verlässt sich nur auf diese Dinger da, also er hat zwar eine Karte. Aber er folgt nur diese Steinhaufe da. Und ich glaube, das sollten wir jetzt auch tun. Auf jeden Fall ist er wieder richtig geil hier. Das glänzt richtig gold, das Glas. Durch die schöne Aussicht an. Wir haben kurz unsere Rucksäcke abgestellt. Laut meiner Karte sollte hier Quelle sein, aber natürlich ist hier nichts, alles trocken. Hier geht es aber zwischen den zwei Bergen so ins Tal runter, ziemlich steil. Laut Marks Karte sollte die irgendwie 140 Meter hier noch abwärts sein. Ich weiß nicht, ob ihr seht, da hinten, da läuft er gerade runter ohne Rucksack mit der Flasche und schaut, ob da irgendwas kommt, aber ich hoffe es, aber es sieht nicht so aus. Also das Ganze ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie wir es uns glaube vorgestellt haben. Gucke da mal, was ich gefunden habe. Eine Quelle. Da kommt irgendwo hinten das Wasser aus dem Fels und läuft hier so ganz still und heimlich raus und versickert da. Ich habe das nur gefunden auf der Karte bei Maps.me. Da war ein kleiner Punkt mit Quelle. Jetzt bin ich extra nochmal bestimmt 500 Meter zurückgelaufen, weil ich es nicht gesehen habe, wo wir sind.
Jetzt können wir Gott sei Dank auffüllen. Müsste man theoretisch so trinken können. Mache ich jetzt einfach, weil ich hab Durst. Aspirin. Ich kann es kaum glauben. Aber da war wirklich eine Quelle, tatsächlich Wasser gefunden. Ich glaube, wir gehen nochmal und füllen alle unsere Reserven auf. Aber ist gut zu wissen. Hammer. So, Marc hat ja Wasser gefunden. Er hatte nur eine Flasche dabei. Jetzt gehen wir nochmal mit beiden Flaschen zurück. Machen unsere Flaschen nochmal voll und dann gehen wir zurück zu den Rucksäcken. Und dann geht's weiter. Angekommen. Da ist tatsächlich Wasser. Es kommt zwar nicht weit, es versickert alles direkt hier, aber guck mal da rein. Wir füllen jetzt mal kurz auf. Servus, wir laufen gerade wieder runter. Wir sind eigentlich schon ziemlich weit unter wieder, denke ich, keine Ahnung. Und da unten ist schon eine kleine Straße, wie man sieht. Vielleicht sieht man es. Und dann dürfte es nicht mehr arg weit sein bis zum nächsten Dorf. Und dann gönne ich mir eine Paella. Paella. Und ein kaltes Bier. Vielleicht treffen wir den Dutchman nochmal. Und trinken wir ihn zusammen. So sieht es gerade aus bei uns. Aktuelle Lage. Aber jetzt kommen wir schon so Touristengruppe uns entgegen. Du kommst wieder in der Zivilisation, bist nicht mehr allein. Irgendwo dahinter hört man schon. Der Zug hat keine Bremse. Ein Sturm zieht auf. Jetzt geht's steil bergab. Ja, man, da ist was, oder? Ich gucke. Nö, doch, dahinter vielleicht. So, jetzt machen wir gerade ein kleines Päuschen da vorne, weil die Füße wehtun vom Berg ablaufen. Jetzt geht's von, wie viel waren wir? Ich glaube 900 oder so rum. 900 geht es jetzt auf 140. Auf 140 Meter liegt das Dorf. Da brennen die Viehs. So, das letzte Stückchen. Laufen auf der Straße. Marschieren wie die Tiere. Gleich gibt es Paella. Paella und Cerveza. Vamos. Achtung, das sind Säckel mit dem Rucksack. Was gibt's da? Ein kaltes Bier. Da, das erste Mal sehen wir das nächste Dorf. Endlich ist der Weg vernünftig ausgeschildert. Da nach rechts müssen wir. Ich glaube, da unten müssen wir dann links. Ich bin mal gespannt um meine Füße. Die tun ein wenig weh. Und ich denke, ich habe ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Blasen. Jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Das ist unser Zielpunkt, eigentlich von gestern. Aber Ziel ist Ziel. Tequila! 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 Wir haben es geschafft. Wir haben Meister Jens erreicht. Aber ja, Stühle vorbereitet und auf der Parallelstraße weiter unten haben wir gerade wieder unseren Holländer-Kollegen gesehen. Den treffen wir jetzt bestimmt gleich und trinken erstmal ein Bierle zusammen. Jetzt
sind wir angekommen. Jetzt ziehen wir unsere gute Schuhe. Jetzt kommt die böse Überraschung. Alter. Ich bin mal gespannt. Das erste Mal seit gestern Morgen Socke ausziehen. Ich glaube, meine Socke klebt schon. Nö. Eins. Eine Blase habe ich. Tequila. Einkauf. Wir gehen jetzt runter Richtung Meer und suchen uns da ein Plätzchen und schlafen dann da. Wir waren jetzt nochmal einkaufen. Wurst, Brot, ein bisschen Käse. Das ist so eine geile Aussicht hier in dem Dorf. Was ich mir gerade schon hier in dem Dorf geklaut habe für heute Abend. Wir haben leider keinen Tequila mehr, aber auf jeden Fall gibt es dann noch eine Zitrone. Er kommt mit. Dass an dieser Stelle unser Abenteuer schon vorbei sein sollte, war uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Am Meer angekommen, bemerkten wir, dass die einzige Möglichkeit, unsere Hängematten aufzuhängen, ein paar Bäume auf einer Steinklippe waren. Das war uns aber in dieser Situation einfach zu gefährlich. Unsere Füße haben es auch nicht mehr zugelassen, an diesem Nachmittag weiterzulaufen. Also entschieden wir uns, unseren Füßen erstmal einen Tag Pause zu gönnen und buchten vor Ort ein Hotel. Am nächsten Morgen haben wir dann erfahren, dass am Rückflugtag alle Flüge aufgrund eines großen Streiks in Deutschland abgesagt waren. Aus unserem Plan, am nächsten Tag weiterzulaufen, wurde also nichts mehr. Wir haben deshalb kurzfristig am gleichen Tag einen Flug zurückgebucht, um rechtzeitig für den Job wieder zu Hause zu sein. Letztendlich kann man also sagen, dass wir die Strecke und vor allem die Höhenmeter unterschätzt haben und zusätzlich Pech hatten durch den Streik. Das Abenteuer war aber toll und wir freuen uns bereits auf das nächste. Also seid schon gespannt und abonniert unseren Kanal, um beim nächsten Abenteuer wieder dabei zu sein. In diesem Sinne, danke fürs Schauen, Tequila und bis zum nächsten Video, eure Rucksack-Schwaben.